Hallihallo, Hallöchen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Oddworld Soulstorm. Wir sind immer noch, hier, wo wir auch schon letzte Folge waren, wie immer. Wir müssen mal gucken, wir müssen hier den Strom anstellen, deswegen müssen wir wieder in die Mine rein, denn wir sollen ja zu Ebene 3 reisen. Und ich würde sagen, hier geht's ganz schön ab. Haben wir den Feuerlöscher noch? Kann ich damit auch so dagegen vorgehen? Bringt das irgendwas? Eigentlich nicht. Bloß den Boden hier wieder etwas löschen. So. Also, ich würde ja fast behaupten, wir müssen hier unten rein. Ach du Scheiße. Wie soll ich da unten reinkommen? Bringt das was? Das bringt nichts. Ja, gute Frage. Geh doch weg. Jetzt hier so unten durchrollern. So schnell habe ich das da drüben ja alles gar nicht gelöscht. Entweder müssen wir wirklich ganz schön Finger ziehen. Jetzt einfach fix hier diesen mach. Ja, okay, das klappt. Wir können ja ein bisschen brennen, das geht. So, benötigt Strom zum Aktivieren. Na, das ist ja super, haben wir nicht. Da drüben sind Mudokons. Ich würde sagen, jetzt müssen wir... Na, spring doch hoch. Spring hoch. So, komm schon. Na, ich laufe mal lieber. Weil beim Rollen macht er immer gleich so einen ganzen Meter nach vorne, sobald ich drücke. So, wir haben Checkpoint geschafft. Ich würde sagen, wir müssen ja so oder so wieder zurück. Also lassen wir die erstmal hier. Ja, das Vogelportal war ja ganz links. Ganz ehrlich, hier bei der Aktion sterben die mir alle weg. Einfach schnell durchrollern. Ja, okay, passt. Da gibt's Strom. Endlich mal wieder ein paar Schließfächer, wo wir kein Silbervereck brauchen. Das ist schon mal viel wert. So, ihr kommt mit. Jetzt müssen wir irgendwie mit euch hier durchkommen, ohne dass ihr alle sterbt. Kommt, rollert, 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 ihr schafft das. Kommt doch runter. Ja, okay, gut. Ja, was soll ich denn da machen? Es tut mir leid. Der ist verloren. Dann werden die anderen hier auch... Der ist ja voll im Brand einfach in diese Kreissäge gerannt oder das Sägeblatt. Das war natürlich... Ach, jetzt kommt hier Wasser raus. Wieso denn das? Feuerlöscher habe ich noch aktiv. Dann kann ich zumindest das kleine Stück hier... Komm, dass die anderen wenigstens überleben. Aber da... Ja, jetzt brennt es erstmal nicht mehr. Okay, ich hätte vielleicht einfach warten sollen. Keine Ahnung, wieso, weshalb, warum das jetzt so war. Kommt. Gut, ich hätte die auch löschen können, die Mudokons, aber ob das so viel gebracht hätte, keine Ahnung. Aber wir haben immer noch keinen Strom. Ja, wir retten jetzt erstmal die hier. Ja, trotzdem wird da unten nichts weiter grün, aber ich glaube, die Zahl wird höher. Oder wird es einfach nur weiß? Nee. Sonst waren die auf jeden Fall immer grün. So, ich hatte ja Strom angeschalten und der Strom, ach so, der geht bis hier unten hin. Wir müssen nochmal hier runter. Komm, wenn wir schnell sind, schaffen wir das mit einem Rutsch. Yep. Dann können wir hier anschalten und dann haben wir doch Strom. Ja, ging ja relativ fix. Bin ich nicht traurig drüber. Und wieder eine Etage hinab. Oh, shit. Lang quatscht denn der? Ach, verdammt. Entschuldigung. Wollten eigentlich erstmal in Ruhe ausquatschen lassen, aber irgendwie ist das hier alles nicht so geil. Ich glaube, ich gehe das irgendwie falsch an. Ja, ich sollte rollern wahrscheinlich. Uiuiui, das war knapp. Ganz schön Leben verloren.
Ach ja. Kann ich immer wieder chanten? Oh, ich kann chanten. Komm, schnell. Chant. Ey, warum? Ach, du bist ja mies. Ach, komm. Ich dachte, wir können den chanten in dem Moment, wo der hochkommt. Aber Abfahrt war alles nicht. Dann machen wir gleich diesen. Bleib hier oben stehen. Du gehst in Laser. Ach, verdammt. Gut, aber... Ja gut, wir haben doch so gut wie den Alarm ausgelöst. Wahrscheinlich jetzt nicht durch den Laser, aber nur dadurch, dass wir hier rumgeballert haben. So, dann haben wir ihn. Wir sind aber keine weiteren Gegner, also können wir ihn einfach platzen lassen. Ja, nein. Er ist nicht ganz voll gegangen. Feuerzeug, sehr schön. Wir haben noch einen Mülleimer hier links, einfach Mudos zum Retten. Und dann müssen wir mal gucken, wo es hier weitergeht, weil ich blick noch nicht durch. Feuerzeug. Und ihr alle. So, die haben wir. Irgendwie muss es ja anscheinend an dem Ding hier weitergehen. Okay. Ach, jetzt geht's auf einmal hoch und runter, okay. Ich hänge mich schon mal hier dran. Jetzt müssen wir mal gucken, wie viel Zeit haben wir denn? Ja, eigentlich genügend. Was ist die Aufgabe von dem Gerät? Kommt, kommt, kommt. So. Und ein weiterer Checkpoint. Wir haben eine ganz paar Leute im Schlepptau. Guck mal, jetzt sind wieder Grüne unten. Das sind die, die aktiv sind. Es ist, das heißt, die Weißen sind dann gerettet. Habe ich das die ganze Zeit falsch gesehen? Irgendwie hatte ich das anders in Erinnerung. Egal. Wird schon irgendwie gezählt. Ja. Alter, das wird ja immer größer hier. Wieder so eine Maschine, die überhaupt gar keinen Sinn macht. Ja, die ganze Zeit nur hoch und runter. Ach, ja. Es tut mir leid, ich habe hier so hinten, nach hinten geschaut. Was das für ein krasses Gerät sein soll. Und bin einfach wieder blind links in die Mine gerannt. So, ihr wartet jetzt mal alle. Ich hoffe, ihr seid weit genug weg von der Maschine. Müsste aber eigentlich. Oder auch nicht. Scheiße. Ach, Mann. Tut mir leid, Mudos. Boah, Leute. Ah, ja. Es war dumm. Dann haben wir wenigstens die Chance, die Mudokuns noch zu retten. Das war natürlich jetzt gerade alles komplett Absicht von mir. Damit die nicht sterben. Ich glaube, ich lasse die erstmal hier warten, weil hier drüben ist mir einfach zu wenig Platz. Nicht, dass hier einer noch in das Ding reinrennt. So, wir gehen langsam ran. Jetzt haben wir. Dann schalten wir gleich auch noch die aus. Haben wir. Dann können wir die jetzt erstmal ranholen, lassen die hier oben warten. Na komm. Kommt. Nein. Komm mit, komm mit, komm mit, komm mit, komm mit. So, sehr gut. Jetzt seid ihr hier erstmal safe. Und jetzt müssen wir uns ganz schön beeilen. So, hier ran. Ah, ich war doch nicht schon wieder zu nah dran. Ich glaube, ich sollte einfach ein Stück weiter wegbleiben. Der kann die trotzdem ausschalten. Ich will halt immer nah ran, dass es auch funktioniert, gerade wenn man dann noch Zeitdruck hat. So, wir gucken mal. Kriegen wir die jetzt trotzdem hier gesaved? Ja, wir können die jetzt hier so stehen lassen. Ah. Es läuft heute einfach nicht bei mir. Es tut mir leid. Ich war im falschen Moment. So, du fährst jetzt mal hoch. Vielen Dank. Dann rennen wir wieder hier rüber. So, dann schalte ich das Ding einmal aus hier. Jetzt kommt ihr mit und wartet. Aufstehen. Ganz langsam ran. Runter. Der kurze und jetzt. So. Jetzt kommt wieder die Scheiße hier. Wir haben halt echt nicht so viel Zeit, ne? Ach so, nee, ich kann ja drin stehen bleiben, ich Vollidiot. Ich dachte, wenn das rumgeht, sind wir tot, aber nein, war doch doof von mir. Ich hab da gar keinen Zeitdruck, das dreht sich ja um uns herum.
Entschuldigung, das war. Komm rüber, komm rüber. Anyone know what time it is? Ja, irgendwie. Hä? Ach, natürlich. Ich habe aber auch ein Glück. Ich habe jetzt einfach nur drauf geachtet, ob der Balken oben komplett auf Alarm geht. Ist er aber nicht. Aber wir haben trotzdem da hinten irgend so einen Slick geweckt. Der uns natürlich dann One-Shot-mäßig einfach wegballert. So, ihr wartet jetzt. Ah, schaut mal, da hinten schläft da zwei sogar. Die habe ich nicht gesehen. Da muss ich mich hier zu doll auf den Rest konzentrieren, als dass ich darauf achten könnte. So, also wir haben gar keinen Zeitdruck. Das macht die ganze Geschichte natürlich einfacher. Eigentlich wäre es mir ganz lieb, wenn ich die da links daneben gleich auch noch entschärfe, dass ich mit denen, mit unseren Homies hier einfach schnell wegrennen kann. Ja, einfach einmal durchrennen. So, mitkommen. Und mitkommen. Jetzt haben wir es doch. Du fährst hoch, wir rennen schnell durch. Ach so, ich glaube, da kommt ein Vogelportal. Ja, ich wollte es gerade sagen, dann habe ich so lila Schimmern gesehen. Sehr schön. Naja, dann haben wir wenigstens ein paar gerettet, auch wenn es ein paar Tote waren. Ach, rennt doch alle da rein. Als würde ich nur einen retten wollen, es macht gar keinen Sinn. So, Ebene 3, Sperrzone nach links. Ein weiterer Checkpoint und wir machen wieder eine kleine Zugfahrt. Passiert da noch was? Achso, ich muss auch noch nach vorne drücken, Entschuldigung. Das wusste ich nicht. Irgendwie sieht es so aus, als müsste ich irgendwas machen. Wir können auf jeden Fall vor und zurück. Ich habe Angst, dass hier gleich irgendeine Geschosse aus der Wand kommen. Dass wir hier irgendwas interaktiv machen müssen. The benevolent Gluckins, who provide the Mudokons with food, shelter, and structure, are repaid with gratitude, respect, and hard work. It's a perfect relationship, and nowhere was that relationship more perfect than at Rupture Farms. Trusting, kind, and gentle, the Mudokons worked alongside Sligs and livestock in harmony, bringing those treats we all know and love to our tables. Rupture Farms was a place of aspirations, happiness, and honesty. And the Mudokons would never dream of overthrowing their benevolent bosses. Or so we thought. As it turns out, this was the work of someone who should never have been trusted. Someone who only cared for himself. This was Mullock and Mullock alone. Okay, komisch. Also wir mussten doch nichts machen. Finde ich merkwürdig, dass wir hätten vor- und zurückfahren können. Vor allem sind halt auch keine hier Kinobalken gekommen, oben und unten, wie ja sonst im Videosequenzen. Deswegen war ich die ganze Zeit noch mit dem Bild, sonst hätte ich mich natürlich ausgeblendet. Was haben wir hier? Kostenlos für alle Arbeiter. Bin ich? Wir sind Arbeiter, oder? So, naja, ich will nicht immer so viel Geld ausgeben. Ich habe Angst, dass wir dann wieder bald irgendwo was bezahlen müssen und nicht genügend Monetos haben. So, hier gab es überall noch ein bisschen was, obwohl die Flummi-Bonbons wären schon, also Gummibänder, ach komm, scheiß drauf. Wir kaufen's. Und hier waren noch Flummi-Bonbons, ne? Steinbonbons, so rum. Lass mich mal gucken, wir haben 20 Steinbonbons, das ist schon mal gut. Da waren jetzt die letzten Folgen so wenig equipped. Das war ja schon echt nicht mehr feierlich. Das Ding fährt runter. Kommt hier noch irgendeine Kreissäge von oben? Nee, ne? Glaube nicht. Ach, shit. Ich hab gar nicht drauf geachtet. Ich bin einfach drauf gesprungen. Aber der kann nur... Ah, shit, der kann irgendwie nur so Kacke machen. Ah, verdammt. Hab ich jetzt trotzdem mein Zeug noch? Ja. Das heißt, wir brauchen einen Steinbonbon. Ich bin jetzt... Ich hab den nicht gesehen von hier oben. Oh. Treffen den aber auch nicht so richtig. Ich kann ihn zwar abwerfen von hier, aber... Ja, geil ist das auf jeden Fall nicht. Shit. Ja, und jetzt sind wir wieder tot. Was machen wir denn gegen den? Was anderes? Kann ich irgendwas anderes basteln? So ein Fitziboom? Flammenwerfer? Oh. Hallo? Was ist denn da los? Brauchten wir Feuerzeug, Feuerlöcher, Kabelset, Stahlschlauch? Oh, hallo.
Saubere Arbeit. Aus einem Gegenstand, der Feuer eigentlich löschen sollte, hast du etwas zusammengebastelt, das selbst ein Flammenmeer erzeugt. Mama wäre stolz. Ich denke auch. Aber der kommt doch trotzdem nicht so weit. Nee, natürlich nicht. Darunter sollen wir anscheinend noch nicht. Ja, aber doch, so funktioniert's. Tschüssi. Okay, also war das der Sinn und Zweck des Flammenwerfers. Haben wir jetzt noch einen normalen Feuerlöscher? Ja, haben wir trotzdem noch. Darf ich da jetzt links hinspringen? Oder sterbe ich dann? Das Ding fährt ja nicht weit genug. Ah, okay, jetzt kommt's hoch. Ah, ich habe aber doch direkt Flammenwerfer gedrückt. Also entweder müssen wir noch schneller sein oder der zweite muss doch mit Steinbonbons erstmal penetriert werden. Eins von beiden wird es sein. Hä? Ah, ich bin doof. Ich bin richtig doof. Ich bin richtig, richtig, richtig doof. Ja, fliegt doch noch weit. Oh Gott, jetzt nicht aufhängen, Spiel. Oh nein. Ach, diese Bugs in dem Spiel. Es ist wirklich schlimm. Ich meine, es ist doch vorhersehbar, dass man da runterfallen kann, oder? Ich schneide mal kurz und mach den letzten Checkpoint. Oder wir gucken mal. Gut, ich brauche gar nicht schneiden. Geht auch schnell wieder so. Ach, Mann, Mann, Mann. Da hat das Spiel natürlich nicht damit gerechnet, dass man hier runterfallen könnte. Hey, ja, ich habe nicht ausgewählt. Scheiße. Jetzt aber. Erst wurde er gelöscht, dann wurde er verbrannt. So, dann nehme ich jetzt mal die... Ach shit, wir müssen rollern. Nein, ah. Es ist absolut nicht mein Level. Mal wieder. Wird's jetzt selber verbrannt. So, jetzt müssen wir das Ding nochmal herstellen. Danach auswählen. Ich hoffe doch sehr, wir schaffen es jetzt. Einmal rüber. Einmal hier. Und bam. So, jetzt brennen wir wieder. Roller, roller, roller. Okay. Dann nehme ich jetzt die Steinbonbons. Man sieht den halt von hier so überhaupt nicht, weil der genau hinter dem Balken ist. Man trifft ihn auch überhaupt nicht. Aber der hat halt was zum Schießen. Wir kommen nicht nah genug ran mit dem Springen. Wir treffen ihn nicht mal, weil es eine andere Ebene ist. Ja, sehr cool. Wir erstmal diesen machen. Es war wirklich so geplant, auch wenn ihr es mir nicht glauben wollt. Ja, treffen wir natürlich auch nicht. Wie bringen wir den denn jetzt um? Können ja eigentlich nur diesen machen. Ja, jetzt treffen wir. Ach, es soll erstmal jemand verstehen. So, rauf mit dir. Flammenwerfer in die Hand. Ist halt doof, dass wir den einfach nicht treffen von oben. Geh weg, mich nicht anzünden diesmal, danke. Ist halt die Frage, wir können uns wieder dort an die Seite dranhangeln, das hat eigentlich ganz gut funktioniert. Können wir dann direkt einfach auf das Plateau unter uns? Was ist das für ein roter Punkt? Irgendein Scharfschütze, der mal kurz da war, oder sollte das ein Glühwürmchen darstellen? Man weiß es nicht genau. So, mein Plan war ja hier ran. Genau. Na gut, darunter kommen wir auf jeden Fall nicht. Das Ding jetzt gleich noch hochkommt. Wie hoch kommt denn das? Das könnte klappen, ne? Okay, ach, da stehen auch zwei. Ach Mann, es tut mir leid. Ja, ich stelle mich gerade schon wieder ein bisschen doof an. Man sieht hier halt auch so schwierig. Vielleicht sollte ich mir mal eine Brille aufsetzen. So, geh weg. Brenn mich nicht an. Danke. Ach, diesmal bleibt er hier oben. Und zappelt noch ein bisschen rum. Gucken, ob er gleich runterfällt. Nee, er hat sich aufgelöst. So, dann warten wir wieder hier. Wir gehen wieder drüben dran. Also ich würde sagen, wir lassen den aus. Ich sehe zwar, da ist noch so ein Balken, an den wir uns irgendwie vielleicht dranhangeln könnten, ohne dass er uns sieht. Aber riskieren will ich das ehrlich gesagt nicht.
Chanten wäre noch eine Überlegung gewesen. Aber hier am Hängen können wir leider nicht chanten. Aber was klappen könnte, wäre die... Nein, der ist doch vor uns auf dem Ding oben drauf geblieben. Ja, mal gucken. Ich denke mal so 40 Folgen. Dann haben wir das hier geschafft. Ach, scheiße. Was will man tun? So, weg mit dir. Ist halt doof, dass wir immer so lange warten müssen, ne? Dass wir da runter können. Weil ich glaube, wenn ich jetzt springe, sind wir tot. Obwohl, wir können es eigentlich auch mal ausprobieren. Nee, wir sind nicht tot. Also, wir sind schon tot. Na gut, dann kommen wir vielleicht von hier oben doch nah genug ran, dass wir den gleich ausschalten können. Ich habe ja jetzt keinen Doppelsprung gemacht gehabt. Das wäre eine Überlegung. Oh, wir sind schon wieder bei 21 Minuten. Wo ist denn die Zeit hin? Die Folge ging echt flink rum und wir sind fast überhaupt nicht vorangekommen. Es tut mir leid. Ich hoffe, in der nächsten Folge schaffen wir das. Vielen Dank fürs Zuschauen. Morgen 12 Uhr geht's weiter. Bis dahin. Macht's gut.